Ja, willkommen zurück bei Star Citizen. In der heutigen Folge will ich mich mal als Tourist betätigen, weil Bounty-Aufträge, wissen wir ja jetzt, wie es geht, beziehungsweise die werden auch immer wieder neu resettet und muss man wieder alles von vorne machen. Und heute wollen wir uns mal die Monde von Microtech angucken, weil ich da noch nicht war. Also fliegen wir jetzt gerade Microtech an. Ich bin jetzt gerade in der Nomad unterwegs, weil ich dasselbe schon mal mit der Freelancer probiert habe, aber dann ist mir der Server rausgeflogen und jetzt musste ich die Freelancer reclaimen, deswegen bin ich jetzt schon mal mit der Nomad unterwegs hier nach Microtech. So. Und jetzt wollen wir zunächst erstmal dort die Raumstation anfliegen. Und dann in die Freelancer umsteigen, weil ich doch ganz gern mit meiner Freelancer unterwegs bin, wie ihr ja wisst. Und dann geht das Springen wieder nicht. Und wir kennen ja den Workaround. Aussteigen. Und jetzt wieder einsteigen. Und dann geht's möglicherweise. Probieren wir es mal. Jawohl. So, da landen wir und wechseln das Schiff. Jetzt muss ich natürlich erstmal der Station nähern. Wenn ich gelandet bin, schneide ich dann wieder rüber in den Freelancer. Beziehungsweise kann das auch gleich machen. Also, wir sehen uns, wenn ich wieder in der Freelancer sitze. Also, bis gleich. So, wir sind zurück auf dem Pad, der Raumstation. Über uns dreht sich das Rad der Raumstation sozusagen. Jetzt müssen wir da durchzirkeln und versuchen mal, ob wir die Monde erwischen. Also heben wir erstmal ein bisschen ab. Und jetzt hier einfach mal ein Stück geradeaus. Ne? Thank you. And please visit again. Ja, machen wir schon mal wieder. Vielleicht gehen wir ja auf drauf und schräg spawnen eh dort wieder. Na, das ist doch eine schöne Perspektive vom Abflug. Ne? So, und jetzt gehen wir mal in die Karte und suchen uns einen Mond raus, den wir heute mal untersuchen wollen. Von innen nach außen wahrscheinlich. Calliope. Sehen. Vielleicht gibt es da ja auch Stellen, wo man Bodenfahrzeuge spawnen kann oder so. Wir fliegen erstmal direkt an und dann suchen wir uns was, wo die Tagseite natürlich ist. So, auf geht's. So, und da drüben, da wollen wir hin.
So, das sind wir auch schon. Wir sind genau an der Schattenseite rausgekommen. Ne? Also fliegen wir mal drum rum. Suchen wir uns ein Ziel. Eine Processing Facility. Raven's Rust, das ist glaube ich was Illegales. In Research Außenposten. Meistens ja bei den Mining irgendwas. Wenn es hier überhaupt Miner gibt, ne? Das sind alles Processing. Na, dann gehen wir doch zu den Research Außenposten. So. So sieht das hier aus. Abwärts geht's. Und jetzt gehe ich mal rein. Weiß alles. Und mal, wo der Außenposten ist. Da, 19 Kilometer. Wir richten uns aus. Vielleicht ein bisschen höher. So, und geben wir ein bisschen mehr Gas. Damit wir da heute auch noch ankommen. Ne? Höhenmesser sagt, wir sind noch gleich ein bisschen mehr über als 3,5 Kilometer über dem Boden. Sieht ein bisschen unwetterartig dort unten aus. Also nicht unbedingt klare Sicht zum unteren Wolken. Wollen uns da auch ein bisschen angucken, ne? Wie es dort so ist. Gucken wir mal in der Reihen wieder. Nur 5 Kilometer. Sehen, ob man dort landen kann, ob es dafür Bodenfahrzeuge, sonst gehen wir halt zu Fuß. Ne? Wenn ich dort keinen Rover ausladen kann, beziehungsweise spawnen kann, ausladen müsste ich ihn ja erst im Frachtraum haben. So, noch 2 Kilometer. Aktuell sehe ich da keine Pads, ach dort oben ist ein großes Pad, doch.
So, halten wir erstmal ein und fragen, ob wir dort ein Landerlaubnis kriegen, möglicherweise. So. Muss ich hier wieder erst umschalten. Irgendwann wäre es gut, wenn er sich das mal merkt, dass ich hier eigentlich die Comms haben will. Nö, hier scheint es noch keine. Ziel für eine Landeerlaubnis zu geben. Uiuiui, hab ich gleich ganz schön geschwankt, aber ich hatte ja eine Triebwerke ausgestellt. Von daher. Meine Scheibe scheint schon ein bisschen beschlagen zu sein. Ist da immer so komisch glitzert. Ne? Aber jetzt versuche ich nochmal. Vielleicht mal mit F2. Mit F1. Ob ich irgendeine Kommunikation hier habe. Nö. Hier gibt es keine Landerlaubnisse. Naja, dann setze ich mal hier hinter diesem Haus auf. Oder hier neben Landepad vielleicht. So, ganz vorsichtig. Schön gemütlich runter. Das müssen wir uns mal von außen anschauen. Dass ich mir nichts getan habe. Naja, oh, das war knapp. Aber ich bin unten. So, sieht es schon mal hier so aus und es sieht eisig aus. Wahrscheinlich brauche ich einen Novi-Koffer, das können wir herausfinden, indem wir einfach mal Scan. Ich wollte eigentlich einen Scan-Modus schalten, aber das kann ich wahrscheinlich nur, wenn ich nicht gelandet bin. Waffen, ja, ich will ja nicht schießen. Ich wollte eigentlich scannen, aber das will er gerade nicht. Kann ich wahrscheinlich in Restricted Area, kann ich nicht umschalten auf Scan-Modus. So, jetzt das dürfte nur gerade stehen. Jetzt mal erstmal alles aus. Power off, Engine off, genau. So, und jetzt gucken wir uns das näher an. Es ist nicht gerade sehr flüssig gerade. Viertelstunde ungefähr, bevor ich erfroren bin. Gehen wir mal dort in dieses Häuschen rein. Minus 130 Grad. Jetzt taut's an meinem Helm.
Hier kann ich rausschauen. Also hier gibt es keine Terminals zum Sparen. Das waren immer so blaue Anzüge. Ich kann ja einfach mal einen Novikov anziehen. Vorübergehend. Das muss hier eine Weile durchhalten. Da passt der Helm nicht dazu, oder? So. Sieht nicht so cool aus, aber was soll's. Dafür dürften wir jetzt geschützt sein gegen Kälte, zumindest gegen ein bisschen gegen Kälte. Ein bisschen mehr. So, da steht der Freelancer. Da haben wir noch ein Gebäude. Wackeln wir mal darüber. Ja, an dem Ding geht es uns ganz gut, denke ich. Was steht da drüben für Zeug? Naja, irgendwelche Forschungssachen zumindest, ne? So. Oh, hey du. Something I can help you with. Eigentlich nicht. Lieferung. Na gut. Wie geht's denn? I don't know. Same as any other day, I guess. Ja, das dachte ich mir. Na dann. We're done here. Ja. Hier kann man quasi liefern, abliefern. So. Hier drin war die Performance besser. Wenn ich mal zu viel Geld haben sollte, gibt es eine neue Grafikkarte, die das dann besser schafft. Aber bisher hatte ich weniger Probleme mit Star Citizen. Okay, hier ist Forschungsbereich, ne, mit Melonen und sowas. Gibt's auch Pflanzenzucht. Hat sich auch einen wärmeren Planeten dafür aussuchen können. Mhm.
alles vollautomatisch. Na gut, dann gehen wir wieder raus und entfernen uns ein bisschen von der Basis. Vielleicht wird es da dann ein bisschen performanter. Meistens sind die Gebäude blau, wo man Fahrzeuge sparen kann, aber ich habe kein blaues gesehen. Also hier waren wir drin. Es halt eigentlich nicht zu Fuß erkunden. Ich finde hier das Gebäude nicht zum Spawnen. Mal hier reingucken und dann laufen wir halt mal da runter zu dem See oder was das war. Da waren wir schon drin. Ich dachte nur von dem Fenster hier aus könnte man vielleicht, aber da ist nichts. Ja, hier gibt es zwar Landeplattformen, aber nichts, wo man hoppala, Fahrzeuge sparen kann. Zumindest habe ich nichts gesehen. Naja, jetzt haben wir jetzt einen Novikov an und es kann nichts mehr passieren. So, wo war das jetzt? Ich glaube, da hinten hat man irgendwie eine freiere Fläche gesehen. Mal da drunter. Also Pflanzenwuchs wird es bei dem Wetter wahrscheinlich hier nicht geben. Okay, das war nicht zu hoch. Ja. Hätten wir ein bisschen mit einem Rover rumfahren können, aber wir gucken es uns noch so ein bisschen an. Sieht doch schon ganz gut aus. Calliope. Calliope wurde nach der altgriechischen Muse, die zur Eloquenz, also Redegewandtheit, inspirierte, benannt. Vermutlich, damit der Betrachter, der von Microtech aus auf den Mond blickt, diese Inspiration nachempfinden kann. Komischer Text. Und da möchte man natürlich auch nicht, wenn es hier nachts wird, da ist es bestimmt noch kälter. Da sind wir irgendwie in einer Art Flussbett, oder? Ein Traum für Geologen. Ich bin schon ganz weiß von vielen Schnee, beziehungsweise vor Kälte friert mir ja alles ein.
Nichtsdestotrotz, ich glaube, jetzt aktuell hier in der Gegend sehen wir nicht mehr. Wir können ja noch mal kurz mit der Freelancer ein bisschen drüber fliegen über Calliopes Oberfläche. Beziehungsweise wir schauen noch mal hier vorne in diesen Tümpel. Ah, das ist natürlich alles gefroren. Hoppla. Darf mich auch nicht zu weit wegbewegen, sonst finde ich meine Freelancer nicht mehr. Schwerkraft scheint ein bisschen geringer zu sein. Mein Helmvisier friert ein. Und jetzt ist das Wetter ungemütlich. Und es ist schnell wieder ins Warme. Durch, ja. Oh, Wind. Also fassen wir zusammen, Calliope, bisher eine ungemütliche Welt, vereist, kalt, auch mit Forschungsstation. Muss ich schöne Pflanzen züchten. Wir wollen ja schließlich jeden Mond mal besucht haben. So. Vorhin ging die Taschenlampe nicht, wo sie gehen sollte, aber jetzt ändern wir das Schiff. Und wir sind wieder drin. Jetzt tauchen wir bestimmt auch langsam wieder auf. Genau. Jetzt machen die Engines wieder an, wenn wir einen Knopf dafür finden. Da. So. Also, heben wir ab. Gucken wir uns noch mal von oben ein bisschen um. Also hier sehe ich 1, 2, da waren wir überall drin. Tja, aber scheinbar kann man hier nichts spawnen. Schade eigentlich. Jetzt geben wir mal leicht ein bisschen Schub. So. Schneller. Sehen, was dieser Berg dort vorne zeigt. Was dort ein bisschen anders aussieht. Na, ist nur ein Hügelchen, ne? Kein Berg. Ja, ich würde sagen, für heute war es dieser Mond. Beim nächsten Mal versuchen wir dann einen anderen Mond anzustarren. Vielleicht können wir auf einem anderen Mond
ein Bodenfahrzeug sparen und ein bisschen mit dem Rover rumfahren. Aktuell ist das Wetter hier nicht so dolle. Also begeben wir uns wieder in den Orbit. Und lassen das hinter uns. So. Also sage ich für heute schon mal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astron hier, und dann schauen wir uns, wie gesagt, den nächsten Mond an. Bis dahin, macht's gut.